Frau Schneeberger. Sie erlebt im Jahr 1996 eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Also ich war damals im Alter von 12 Jahren. Habe ich einfach absolut keinen Sinn mehr gesehen im Leben hier auf Erden. Und ich dachte einfach, da mache ich jetzt Schluss. Dann habe ich das geplant, weil ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt. Und ich hatte da einfach eine riesen Menge Tabletten gesammelt, von denen ich wusste, dass die tödlich sind. Habe die eingenommen und dann habe ich es bereut. Dann dachte ich, oh, jetzt ist es gemacht. Und dann habe ich meine Freundin angerufen und gesagt, du, ich habe es jetzt gemacht, mir reicht's jetzt. Aber jetzt habe ich es wirklich gemacht, in der Tschüss. Und dann ist sie ganz schnell gekommen. Sie war eingeweiht sowieso. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen und da habe ich auch gemerkt, wie es mir schwindet, also so schwarz wird, nicht mehr geht. Sie hat mich dann ganz liebevoll in mein Bett begleitet und mich da gelassen. Was auch noch war, sie hat mir damals noch geholfen zu erbrechen. Also sie hat gesagt, yes, also wir waren da so, ja nein, und jetzt doch, oder? Und dann kommt dieses, nein, ich möchte das doch nicht gemacht haben. Also weil ich wusste, es ist unumkehrbar. Und dann hat sie mich zum Erbrechen gebracht. Und das könnte auch sein, dass da auch schon ein bisschen von dieser Gnade drin war, dass es dann eben, dass ich dann nicht ganz, dass ich jetzt noch da bin. Was haben Sie während dieser Nahtoderfahrung erlebt? Das ging dann ganz schnell, weil ich war dann wirklich weg. Und ich bin dann ungefähr 24 Stunden einfach da gelegen und hatte in dieser Zeit die Todeserfahrung. Da ist plötzlich meine Seele körperlos, aber als Bewusstseinsform geschwebt. Also ich weiß, zuerst war es ganz dunkel und dann sehe ich einfach, wie die schwebt, wie sie fliegt, eine Art Fliegen, so eine Art wie Steuern. Und ja, da waren Landschaften, wunderschöne Berge, die schönsten Bergformationen, sehr perfekt, im Licht so ein bisschen Pastellfarben und intensiv war es auch. Es war wie ein bisschen alles zugleich, wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, mitten am Tag helles Licht. Einfach, es war so schön, so sanft und doch so stark. Und meine Seele, die wusste, was zu tun ist. Also eine Verbindung in ein Wissen, das nicht mein Wissen als Noemi ist und auch nicht, schon gar nicht mein Wissen als 12-Jährige, sondern ein ganz, ich war dort wieder, eigentlich wieder zurück bei dem, wo ich anscheinend vorher schon war. Weil ich mich ja, also ich eben nicht ich, aber so ein Teil von mir, vielleicht die Seele, sich erinnert hat an dieses, was muss ich jetzt tun? Ja, ist ganz klar, die Frage kommt gar nicht auf. Ich fliege, ich steuere in dieses Licht, in dieses riesige, wunderschönes, helles. Ist eigentlich wie die Sonne der Sonnen, war es für mich so. Und da drauf los ist meine Seele gesteuert. Und ich wusste, das ist Heimat, da bin ich zu Hause. Ja, so freudig, jetzt kommt dann das Licht, jetzt dann. Und dann kommt von der rechten Seite eine Gestalt ein, erscheint. Relativ groß, also im Vergleich zu dem Bewusstsein, wie ich mich wahrgenommen habe, war die sehr groß. Und da hat es wie, ich glaube, es war so eine Art Geste. Es war ein menschliches Wesen. Es war eine Art
verdichtete Energie, wie diese ganze Landschaft dort war, einfach so energetisch, nicht so materiell, sondern eben so durchflutet vom Licht. Und vielleicht hat es was wie Gewänder angehabt. Ich habe es damals auch gedacht, ah, das könnte Jesus gewesen sein, als ich später dann zurückkam. Kann sein, es war jedenfalls eine wundervoll liebevolle Energie, die mich so ein bisschen gestoppt hat und mich empfangen hat und mich eigentlich ein bisschen von diesem direkten Weg in die Sonne abgehalten hat. Und kam dann mit der Frage, oder zuerst kam dieses Willkommen. Und du bist immer herzlich willkommen. Du bist immer, jederzeit hier willkommen. Willst du es nicht nochmal versuchen? Na, unten, oder ja, auf der Erde. Und dann war für mich, ah, super, also wenn ich das nochmal versuchen darf und ah, einfach mit all diesem Wissen, das ich in dieser kurzen Zeit wieder erlangen habe, aus meinem verdichteten menschlichen Lebewesen raus in dieses, ja, ich weiß nicht, wie in dieses allgemeine Wissen oder in diese Göttlichkeit eingekoppelt zu sein, war für mich klar, ja, dann, ja, sicher versuche ich es nochmal, ja, wenn ich sowieso wieder kommen kann. Ich war sehr dankbar, dass ich das nochmal machen darf. Und nur, ich musste nur ja denken, dann mach's schsch. Und da bin ich einfach gefallen. Und sehe dann so, es ist wieder dunkel. Und sehe dann von oben, wie meine Seele, die noch keinen Körper hatte, fällt durch so eine gekreuzigte Jesusfigur. Da war alles so in einem bronzenen Licht. Das war nicht fleischlich, das war auch so eine Art Statue, aber das war einfach so wie, ja, dieses Kreuz, diese Jesusfigur mit Stechpalmenkranz um den Kopf und ich einfach da rein und da drin, in diesem, im Gekreuzigtsein, im Kreuztragen als Mensch ankommen, mit ziemlich heftigen Schmerzen dann aufgewacht. Während dieser Nahtoderfahrung haben Sie gesagt, seien Sie über Geist, über Landschaften geschwebt. Was waren das für Landschaften? Das war wie die Erde von oben. Berge, viele, viele Berge. Berge und... War das für Sie eine geistige Landschaft oder wissen Sie das nicht? Es sah sehr realistisch aus. Aber ob es auf unserer Erde ist, ich glaube fast nicht, weil es war irgendwie sehr perfekt. Ja, vielleicht geistig oder in einem anderen Ort als hier. Es war sehr, sehr, sehr perfekt, ja. Was für Auswirkungen hatte die Senatorerfahrung auf ihr weiteres Leben? Sie waren ja da sehr jung, 12 Jahre alt. Ja, es hat mich einfach durch dieses ich kann das nochmal versuchen, hat es mich ganz, ganz fest mit mir selber verbunden und mit meinem Anliegen. Und das suche ich natürlich jetzt immer wieder in ganz vielen Dingen, die ich mache, das ist wie durchdrängt von dem, auch von dem Vertrauen, das zu wissen, dass es weitergeht. Und ja, ich habe dann sehr viel mich mit Pflanzen beschäftigt, also dieses Himmelslicht eigentlich in den Pflanzen gesehen und gefunden. Und das war sehr, sehr früh, habe ich mit den Pflanzen kommuniziert.
Ich habe das Gefühl, dass das eine Folge auch davon ist, dass ich einfach mehr wahrnehme als vielleicht vorher. Sind Sie in diesem Sinne sensibler geworden? Ja, bestimmt. Ich war vorher vielleicht ein bisschen dumpf, eben von diesen ganzen Vorstellungen und wie soll denn das Leben sein? Ja, wurde ich dann sehr, sehr aufmerksam auf die feinen Regungen in den Lebewesen und ja, habe dann auch den Beruf der Gärtnerin gewählt zuerst. Ich habe mich sehr mit den Pflanzen beschäftigt und das göttliche Licht da drin gefunden. Da gibt es so eine Pflanze, die hat es mir dann voll angetan. Die öffnet sich auch so und innen drin ist wirklich das Licht und außen ist hellblau. Ipomea tricolor heißt sie. Und die habe ich dann auch studiert, noch als Kind, so wirklich bin da gesessen, wie sie sich geöffnet hat. Und habe dann erfahren, später, also es hat mich wahnsinnig an diese Erfahrung, an diese Gotteserfahrung oder diese Nahtoderfahrung erinnert. Und ich habe dann gelesen über die Pflanzen und gerade diese Himmelsblume, dass die in anderen Kulturkreisen verwendet wurde. Eigentlich auch als Mittel zum Gott wieder nahe sein oder zum Sehen. Ja. Mir wurde dann ganz wichtig, mein Körper ist so unglaublich wertvoll. Gerade ja, wenn man so ohne Körper ist, wunderschön. Aber jetzt gilt es hier auf Erden zu wirken und im Fleisch, im Körper. Und für mich ist das immer wieder so ein wunderschönes Bild, du bist der Tempel Gottes oder du bist der Tempel, wo die Seele drin wohnt. Das habe ich mir dann sehr zu Herzen genommen und habe dann auch begonnen, Musik und Bewegung zu studieren. Habe das dann 9 Jahre gemacht, also Rhythmik, Musik und Bewegung, Gesang studiert und habe dann immer wieder versucht, ja, gemerkt, wie kann ich die Pflanzen einbringen, wie kann ich diese Brücke schlagen eigentlich. Und habe dann schlussendlich auch meine Masterarbeit auf dem aufgebaut, nämlich Vokalimprovisation, also die Stimme, einfach freies Singen mit der Stimme und geometrische Grundmuster der Natur. Ja, so habe ich auch mein Leben ein bisschen ausgerichtet. Und ich merke dann so, wo ich wie anstoße, ah, da ist noch nicht in Ordnung. Wenn man sich das Leben nimmt, ich habe natürlich die Frage immer wieder, hat mich begleitet dann später auch, dass, ja, dann sagt man, okay, für den Moment geht es nicht mehr, aber dass das recht klar ist, dass das wiederkommt und dass man die Aufgabe, die man halt dann nicht erfüllt hat, dass die darin besteht, eben vielleicht solche Hürden, wie ich will überhaupt nichts wissen von dieser Welt, ist mir zu anstrengend. So ein bisschen das Prinzessinnengefühl. Es heißt aber, man wird wiedergeboren, muss alles wieder von vorne lernen, aber steht dann trotzdem wieder an dieser Aufgabe, die man dann nicht, oder diese Aufgaben, wahrscheinlich sind es ja viel, viel mehrere Aufgaben, ja, schlussendlich ist dann einfach ein bisschen Zeitverschwendung, sich nicht in dem Moment auch mit dem allem glücklich zu sein, was einfach ist, was man hat. Und so denke ich auch, dass wir als Menschen durch diese kleinen Schmerzen, wo wir irgendwo eben andocken oder wo es nicht weitergeht, Das sind eben diese Herausforderungen, wo wir sehen, ah, schau mal, da geht's weiter. Also so wie ein Fluss, der fließt und dann an einem Stein sich reibt und da schön weitergehen kann. Ich liebe aber herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Endless love.